man hört es, heute ist Street Parade in Zürich. Wieder zäh, redundanten Traum gehabt. Über ein Grundstück, ein Haus, Grundstücksreste und die Verhandlungen, ob man es mietet, es pachtet, es kauft und wie man eine andere Partei dazu bringt, Stellung zu beziehen, ob man erstmal was drauf baut und so weiter. Genau weiß ich es nicht mehr. Aber die Interpretation ist klar. Es geht um die Frage, was ist man eigentlich im Verhältnis zu den Frauen, also zu den Häusern, zu den Grundstücken, zu den Ländereien? Wie betrachten Sie es? Hat man mit Ihnen einen Mietvertrag, einen Untermietvertrag, einen Pachtvertrag, einen Kaufvertrag? Ist man Garant für den Untermieter in Ihnen? Kann man darauf Mauern bauen? Welche Vertragsverhältnisse herrschen hier eigentlich? Muss man erstmal ein paar Ziegel aufschichten, bis sie den zweiten Zug tun und so weiter?